Hallo, es geht bei diesem Video um eine rein technische Frage in Zusammenhang mit einem Modell. Und zwar handelt es sich um dieses Modell hier. Und da gab es Probleme mit der sogenannten Sortierreihenfolge beim Rendering. Die Probleme sind aber behoben, jedenfalls meiner Meinung nach. Und ich musste jetzt nur noch einmal erneut eine neue, aktuellere Fassung uploaden, weil ich bei den Videoaufnahmen bemerkt habe, dass hier plötzlich durch die ganzen Arbeiten am Modell plötzlich diese Stützen für das Vordach nicht mehr enthalten waren und die musste ich jetzt nochmal einfügen. Und nur deshalb habe ich jetzt das Modell noch einmal in den Testbereich neu eingestellt. Diese Frage der Sortierreihenfolge war meines Erachtens vorher schon behoben und zwar ohne, dass irgendwelche unsichtbaren Dreiecke eingefügt werden müssen. Wohl einfach dadurch, dass ich die Glasscheiben auf eine extra Achse gesetzt habe und bei einigen Modellen auch Sawtooth-Viewer nochmal von minus 1 auf plus 1 gesetzt habe. Das war auch irgendwie so eine Einstellung, die irgendwo mal dazwischen gerutscht ist. Das ist immer im Laufe der Bearbeitungszeit an so einem Modell, kommt es dann doch immer wieder dazu, dass sich plötzlich irgendwo Fehler einschleichen, die vorher nicht vorhanden waren. Ganz typisch war jetzt hier das Entfallen dieser Stützen für das Vordach, was ich jetzt erst ganz zum Schluss, nachdem ich eigentlich dachte, es sei schon alles fertig, dann wieder bemerkt habe. Ich weiß nicht, wann die weggefallen sind, aber irgendwann sind sie weggefallen. Und nun habe ich sie wieder eingefügt und nun hoffe ich, dass jetzt endlich mal ein Endstadium erreicht ist, wo also die Sortierreihenfolge bei allen Blickwinkeln einwandfrei ist. Wenn man jetzt hier so reinschaut in das Modell, dann ist das meines Erachtens jetzt fehlerfrei, weil also hier nirgendwo an unpassenden Stellen der Himmel zu sehen ist, sondern nur da, wo eben hinten auch Glasscheiben sind. Das war ja vorher tatsächlich eine Zeit lang fehlerhaft. Ihr habt da auch an anderen Modellen mitgekämpft. Und es ist immer wieder ein Problem offenbar. Ja, aber man kann es dann irgendwann irgendwie dann doch in den Griff bekommen. Und hier scheint das jetzt gelungen zu sein. Ich hoffe mal, dass es dabei jetzt bleiben kann. Auch wenn man hier von der Seite in das Modell schaut, dürfte das wohl einwandfrei sein. Diese Zoomerei, das ist auch immer eine. Aber hier sieht man jetzt auch die gesamte Inneneinrichtung wohl mehr oder weniger einwandfrei. Das ist also alles so weit unproblematisch, wenn man da reinschaut. So sieht es übrigens jetzt bei Nacht aus, wenn ich mal auf Nacht umschalte. Dann haben wir hier die inzwischen auch etwas reduzierten Lichtkegel. Ist für meine Begriffe einigermaßen akzeptabel so. Und bei Tag, da schaut es jetzt auch so weit für meine Begriffe jedenfalls einwandfrei aus. Auch von verschiedenen Seiten, wenn man da reinschaut, auch von hier unten. Und dann mal nach oben, dann sieht man also da auch das komplette Dach mit den Lampen. Wenn man jetzt hier auf Nacht umschaltet, dann sieht man da die Lampen und von außen Beleuchtung an den Fenstern, aber nicht von innen. Also von innen nach draußen geschaut, ist es draußen dunkel.
und man kann in die Lampen reinschauen und sieht da die Glühbirnen und die Lichtkegel. Das scheint mir alles einwandfrei zu sein soweit. Die Lichtreflexe auf dem Boden. Von innen sind die Scheiben nicht beleuchtet, von außen sind sie beleuchtet, das soll ja wohl auch so sein. Und erscheint auch weitestgehend so richtig. Und wenn man hier von draußen reinschaut, durch diese bewusst geschaffene Öffnung für den Einblick, kann man innen drin auch den Lichtschein sehen und die Lampen. Da oben mit Glühbirne und dem Reflektor von der Lampe, der beleuchtet ist. Also das ist für meine Begriffe soweit akzeptabel. Und dann haben wir hier bei Tag, wie gesagt, auch wohl keine allzu heftigen Darstellungsfehler mehr. Auch die Schnittkanten hier, die sollten jetzt weitestgehend in Ordnung sein. Dass man da also nichts mehr sieht, was irgendwie auffällig ist, besonders. Und ich hoffe mal, dass jetzt auch hier meine Aufnahme das alles ganz gut zeigt. Auch wenn man hier mit der Kamera rumschwenkt, ich habe das jetzt mal mit OBS aufgenommen hier. Auch im Hinblick auf künftige Videoaufnahmen hoffe ich, dass das von der Aufnahme her einigermaßen akzeptabel ist. Wenn man hier also rumzoomt und sich mal die verschiedenen Modelle ansieht, das wird hier das nächste Set sein mit den Lagerhallen, mit den Vordächern und Laderampen. Und dann gibt es hier hinten noch ein weiteres Set. Das werden dann die Fahrzeughallen sein, mit denen man dann also auch hier so eine Schiebebühne mal überbauen kann, dass die also in der Halle liegt, vollständig abgedeckt mit seitlichen Einfahrten in die Halle, alles auch so seitlich versetzt, dass man also hier so seitlich in die Halle fahren kann und da innen drin sich dann die Schiebebühne befindet, die man auch von draußen sehen kann. Das sind die Fahrzeughallen, die es also hier in verschiedener Konfiguration gibt, immer passend zur Schiebebühne, auch mit den Gleisabständen für die Hallentore entsprechend anpassbar, auch mit solchen Zwischenteilen hier, dass man also dann auch die in der Breite noch unterschiedlich aufbauen kann. Also Set Fahrzeughallen, dann Set Lagerschuppen mit Laderampe und hier auch innen in den Hallen Ladegleise mit Güterrampe in der Halle drin, sodass man da so eine Art Postbahnhof oder auch einen Großmarkt Hallen aufbauen kann. Und hier hinten das aktuell jetzt anstehende Set mit der Belade- oder Umladefunktion. Das habe ich hier jetzt mal kurz vorgestellt und wie gesagt auch diese technische Frage damit hoffentlich soweit erschöpfend beantwortet. Und verabschiede mich hiermit bis zum nächsten Video.